So, Sportsfreunde, ich bin Johannes Lukas. Das ist Carsten Stahl. Wir kommen gerade vom Weihnachtsmarkt. Und ich muss dir sagen, du fährst wie ein Rentner, mein Lieber. Du sagst damals schon, ich bin Senior und du bist Junior. Und deswegen ja, so bist du auf jeden Fall gefahren. Und so, wir trinken jetzt schon den Kaffee, der Pre-Workout-Drink, der Booster. Und dann geht's auf zum Training, haben wir ja im vorherigen Teil schon versprochen. Den Link übrigens zum Weihnachtsmarkt mache ich unten in die Beschreibung. Solltet ihr nicht verpassen, wird auf jeden Fall ein Knaller. Kriegst du sonst irgendwie einen Booster vom Training oder so ein Quatsch? Ich kann mich immer noch motivieren, wenn ich mal zum Sport gehe. Ganz genau. Da braucht man keinen Booster für, weil den richtigen Booster, den trägst du tief im Herzen, Mann. Ja, das ist die Liebe für den Sport. So, erstmal schnell ein Käffchen trinken, danach geht's weiter. Du bist ja mittlerweile fast schon in der Politik aktiv, kann man sagen, ja? Also wenn man, das Wort aktiv ist ganz richtig, jeder Mensch, der sich politisch nicht unbedingt einsetzen möchte, aber demokratisch denkt, wird vielleicht zum Aktivist. Ich bin nicht politisch, hab natürlich auch meine politische Meinung und ich wähle auch, aber Fakt ist, das, was ich mache, betrifft uns alle. Bin ich immer bereit, mit jedem Politiker auf mich zusammenzusetzen, weil mein Ansatz das Entscheidende ist. Er ist zielgerichtet, wirksam und nachhaltig. Und wenn jetzt ein Grüner, ein Gelber oder ein Schroter oder ein schwarzer Politiker ankommt und sagt, Herr Stahl, was machen Sie ihn da? Dann ist das ja wichtig. Stell dich mal vor, ich würde jetzt nur mit einem von denen sind. Dann bist du in einem anderen Bundesland, das ist dann von einer anderen Partei geführt, ja, dann spreche ich nicht mit denen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ich habe keine politischen Interessen. Ich möchte mich sozial engagieren, das, was sich in unserer Gesellschaft verändert. Und das betrifft uns alle, egal welche Farbe Politik. Was ist denn mit den großen Konzernen? Was ist denn mit Spitzensportlern? Was ist mit all dem? Wir sind alle eine Gesellschaft. Ich sag mal, nimm mal das beste Beispiel. Vorbilder. Ronaldo ist ein Riesenvorbild. Was er jetzt da abgezogen hat, ist super peinlich. Ich sag mal, verdient einen Haufen Geld. Und was macht er? Ich meine, es ist ja schön, dass er auch andere Sachen unterstützt, aber sich in irgendwelche Lücken zu finden, wie man es dran vorbeischummelt, ist eh eine Geschichte. Mich stört das nicht, dass er keine Steuern zahlt. Dann soll aber bitte genau die Summe, die er hinterzieht, bitte in soziale Projekte stecken. Das ist eine ähnliche Geschichte. Kann er ja auch. Er kann ja auch sagen, ich investiere meine Steuern nicht in den Staat, sondern ich investiere in soziale Projekte. Kann er machen. Vorbilder sind ganz, ganz, ganz wichtig. Die Leute schauen zu uns auf, zu dir als Sportler, zu mir als Sportler und zu dem, was ich mache. Und die orientieren sich nach uns. Und wenn wir den Kindern nicht vorleben, was richtige Werte sind, nämlich Herz und Charakter und Leben, eine bestimmte Lebenseinstellung, dann werden die Kinder sich sagen, na, wenn unsere Vorbilder das nicht machen, dann sollten die das machen. Ich kicke, wie weit mich die nur noch bringt. Politik, ja, ist ein Multiplikator, für mich wie ein Fahrstuhl. Weil wenn es nachher, guck mal, ich habe es auf Regionenebene gemacht, Berlin, Brandenburg. Also versuche ich das natürlich auch mit den Politikern auf Bundesebene vielleicht vorzuschlagen, sich ihnen meinen Ansatz zu zeigen. Und eins muss ich sagen, jeder, der es bisher jetzt gesehen hat, nicht die, die von was quatschen, was sie noch nie gesehen haben, die dabei waren, die gesehen haben, was ich da bewirke, sind komischerweise alle dahinter, stehen alle dahinter. Ich war auch in einer Schule mit dabei. Ich mache jetzt mal oben einen Videolink rein. Das war auf jeden Fall überwältigend. Es ist ein geiles Projekt. Camp Stahl wird auf jeden Fall für Furore sorgen oder wird auf jeden Fall bekannt werden. Dessen bin ich mir absolut, davon bin ich überzeugt. Also für alle, die das noch nicht kennen sollten, die schauen mal auf deiner Facebook-Seite zum Beispiel vorbei. Ne? Also auf meiner Facebook-Seite ist ja genau wie bei dir, poste ich halt alles, was ich mache. Da sind doch oft Lehrerbriefe, Schülerbriefe, Elternbriefe. Ja. Kinder, die mir schreiben und sich bedanken, dass ich ihnen eine Last genommen habe. Und das sind die Beweise und die Worte von denen und die Idee. So, wir sind jetzt auf dem Weg ins Orange Fit. Sag mal, Carsten, wie gehst du eigentlich als jemand, der doch sehr stark polarisiert mit Hate um, mit Hatern? Ja, was kann ich dazu sagen? Wenn du Hater hast, hast du auch alles richtig gemacht, weil ja. Haten bedeutet, dass sie auf irgendwas, was du kannst, vielleicht auch einen gewissen Neid haben, ja? Ja. Also ich sag mal, du wirst es nie schaffen, 100% zu erreichen. Das wird immer so eine 50-50 und ihr müsst es so sehen. Ja. 50% dich hassen, 50% dich lieben, haben sie immer Diskussionsspruch. Mhm. Also ganz ehrlich, Neid muss man sich auch erarbeiten. Das ist ja kein Problem, sollen sie mich alle hassen. Kicken sie mir wenigstens dabei zu, was ich mache. Und dann sehen sie vielleicht auch, dass das, was ich mache, nicht nur oberflächlich ist, sondern Tiefenwirkung hat. Mhm. Nachhaltig ist. Ganz ehrlich, passt mich durch. Haters gonna hate, sagt man auch so schön. Richtig, ne? Meine ist doch okay. Jeder muss was zu quatschen haben. Die junge Generation von heute. Kriegst du einen Jürgen Schick fürs Training oder so, während des Trainings? Ja, also. Das Naturalwasser von Camp Stahl. So, wir trainieren halt Rücken. Erste Übung, Kabelrudern im Pit-4-Style. Kennst du das? Nein. Wir machen jetzt einen Satz zwischen 10 und 20 Wiederholungen. Mhm. Und zwischen jeder Wiederholung machen wir Pause. Je mehr Wiederholungen es werden, desto länger wird die Pause. Aha, okay. Ja? Liebe Grüße auch an Carsten Pfützenreuter. Nämlich der quasi der Creator des Programms, des Systems. Aha. Also wirst du mir das gleich mal vorführen, damit ich das dann auch kenne.
muss dazu sagen, Rücken ist, glaube ich, Carsten stärkste Muskelgruppe. Ja. Also insofern wird er gut mithalten können. Monster. Let's go. Klassisches Langhandelrudern vorgebeugt. Wir nehmen nicht so viel Gewicht, sind aber im Oberkörper wirklich vorgebeugt. Gerade jetzt am Boden. Ja. Mantel anziehen und Nikolaus spielen. Ah. Zug, Rudern am Kabel macht er noch. Mit Zusatzgewicht heute. Das sind die sogenannten Stalinators. Komm, lang, Rudern, hardcore. Los. Ja, komm, bei mir. Weiter. Zu. Und zu. Komm an, Stahl. Und gleich wiederholt er nicht aus, Rudern. Boom. Und boom! Zwei noch, eins. Und die letzte kommt zwei. Und okay. Breit.
man sieht bei dir auch wirklich genau, wie deine Rückenmuskeln auch arbeiten. In der Horizontalen fühle ich mich auch wohl. Der Horizontalen fühlt sich auch wohl. Ich bück mich nicht so gerne, ich bin lieber gerne drüber. Denk mal drüber nach. Wollen wir noch ein bisschen Kapuze machen? Dann machen wir ein bisschen. Ja, dann brauchen wir uns keine Kapuzenpullis mehr anziehen, weil wir unsere Kapuzen immer mit dabei haben. Viele immer vergessen bei der Übung, dass es nicht darum geht, Weltmeister im Schulterchen zu werden, sondern den Nackenmuskel dazu zu trainieren. Die meisten machen immer die Taube hier, weißt du? Und den Wackeldackel. Ja, und dem Zughilfen auch nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Wenn ihr es gar nicht mehr schafft. Wenn ihr zum Beispiel über 44 seid. Auch da nicht. Hast die Arme gestreckt, Großer, hebt nur die Schultern an. Ist mal schön gestreckt, nur die Schultern hoch, genau. Gestreckt lassen, Schultern hoch. Das ist doch eine Bewegung, die du kennst, oder? Einfach Schulter hochziehen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Die Arme sind nur der Haken. Schulter nach hinten hoch. Kopf vor. So, Carsten, wir sind fertig mit Training. Ja. Ist das erschöpft? Nö, es geht. Also dafür, dass ich nur ein halbes Roggenbrötchen hatte und keine Mutzenmandeln, keine Quarkpellchen und sonst den ganzen Zuckerkram, bin ich eigentlich ganz cool drauf. Ja. Holst du aber heute Abend nach auf dem Sofa? Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe vorgesorgt, dass ich Platz habe, damit ich dann nachher sündigen kann. Sitze ich auf meiner Couch, kicke mir mein Filmchen an, hau mir meine Gummibärchen in den Kopf und sonst noch irgendwelche Leckereien. Muss ja auch Spaß machen, das Leben. Man kann ja nicht nur von Liebe und Luft leben. Obwohl, apropos, man sagt ja, Essen ist der Sex des Alters. Was sagst du denn zu dem Thema? Naja, Essen tue ich auch. Okay. In diesem Sinne, wenn ihr Spaß beim Zuschauen hattet oder mehr vom Carsten sehen wollt, gebt einen Daumen hoch, schreibt es in die Kommentare oder schaut bei ihm bei Facebook vorbei. Ansonsten erscheinen hier noch zwei weitere Monitore mit Training von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis genau. Und falls euch interessiert, hört ihr auch auf seiner Seite oder auf meiner Seite, könnt ihr ein paar Sachen über Camp Stahlberg bei TAF sehen, auf Pro7 oder bei Punkt 12 von RTL. Oder auch bei anderen Sendungen. Wir sorgen dafür, dass bundesweit Bewusstsein dafür ist, was da in Schulen passiert und auf den Straßen passiert. Also ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, denn gemeinsam erreichen wir mehr. Und das ist unsere Gesellschaft, den lassen wir uns durch nichts und niemanden zerstören. Aber wir müssen gemeinsam anpacken. Danke dir. Das machen wir.